Wir haben unsere AGM-Batterie rausgeschmissen und gegen eine Lithium-Batterie ersetzt. Wieso, weshalb, warum wir das Ganze gemacht haben und auf was ihr unbedingt achten solltet, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht wie wir, das alles werdet ihr in diesem Video erfahren. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr eine AGM-Batterie liegend unter dem Fahrersitz montiert. Als allererstes hatten wir damals erstmal unsere Verbraucher aufgelistet und dann errechnet, was wir für eine Kapazität an Batterie benötigen. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, also falls euch das interessiert. Und ja, dann sind wir ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, uns für eine AGM-Batterie zu entscheiden. Denn die Lithium-Batterie war damals, ja, vor einem Jahr, halt viel zu teuer für uns. Wir hatten da Preise gesehen, die hatten ungefähr 800 Euro gekostet und wir hatten uns dann unsere AGM-Batterie für 170 Euro ungefähr gekauft, je nachdem, was für ein Hersteller. Ja, und im Sommer hatte das auch wunderbar funktioniert. Wir waren ja dann unterwegs und wir hatten nicht ein einziges Mal irgendwie Probleme. Wir hatten immer genügend Saft sozusagen noch drauf und das hat wunderbar geklappt. Und als wir dann im Winter nach Portugal gefahren sind, hat sich das alles so ein bisschen geändert. Einerseits kamen noch ein paar Verbraucher hinzu, aber aufgrund der Solaranlage, dass sie einfach nicht mehr so viel reingeholt hat, haben wir auch ziemlich schnell gemerkt, dass das Ganze ziemlich eng ist. Und als wir dann aus Portugal wieder zurückgekommen sind, stand für uns fest, wir brauchen mehr Kapazität. Dadurch, dass wir keinen Platz mehr hatten, also wir haben ja unter dem Fahrersitz echt nur einen gewissen Raum und die AGM-Batterie hatte das auch fast schon komplett ausgefüllt, konnten wir so jetzt nicht noch eine größere AGM-Batterie darunter bauen. Bei einer AGM-Batterie muss man immer dazu sagen, man darf halt nur die Hälfte davon entladen. Das heißt, wir haben 120 Ampere und können halt nur die 60 Ampere nutzen. Das ist bei einer Lithium-Batterie nicht so. Bei einer Lithium-Batterie kann man quasi oder ungefähr so 90% nutzen. Das ist schon deutlich besser für uns, denn jetzt konnten wir uns in der Größe eine Lithium-Batterie raussuchen und haben dann halt diese volle Kapazität. Wir hatten uns dann auf die Suche nach einer Lithium-Batterie gemacht und da, ja, sind wir wieder auf Preise gestoßen, wo wir beide auch gesagt haben, boah, das ist echt ziemlich viel Geld. Bei Amazon hatten wir so ungefähr im Bereich von 800 Euro da geguckt. Und dann war ich eines Tages im Forum unterwegs. Und da hatte mir jemand eine Batterie empfohlen vom Hersteller Emotion E. Und die sollte 579 Euro kosten. Das Schöne an dieser Batterie ist, dass sie von den Maßen wirklich perfekt unter den Sitz passt, beziehungsweise wir sogar noch ein bisschen mehr Platz haben als vorher. Als die Batterie bei uns angekommen ist, hatte ich mich extrem gewundert, denn sie ist deutlich leichter. Die Batterie wiegt 11 Kilo und unsere alte Batterie hatte einfach 32 Kilogramm gewogen. Und ja, das ist schon echt ziemlich krass. Und wenn man sie dann auch von der Größe her nebeneinander gestellt hat, ist einem ziemlich schnell bewusst geworden, dass die AGM-Batterie deutlich größer und schwerer ist. Wir können uns jetzt via Bluetooth per App, also mit einem Smartphone oder Tablet, verbinden und können dann die Spannung, die Temperatur, Stromfluss, Kapazität, Nutzungsdauer und vieles mehr entnehmen. Zusätzlich haben wir aber auch die Möglichkeit, über die zwei integrierten Displays uns die Informationen zu holen. Das ist für uns ziemlich cool, denn falls mal irgendwas mit den Handys sein sollte oder ja, irgendwas halt eben nicht funktioniert, können wir immer noch mal darüber schauen, ob da alles passt. Ja, und das ist halt einfach noch mal so ein netter Zusatzeffekt, so mal ein kleines Backup. Allerdings haben wir es bisher noch nicht einmal benötigt, denn das mit der Bluetooth-Verbindung hat bisher wunderbar funktioniert. Was haben wir daraus gelernt? Wir würden definitiv wieder eine Lithium-Batterie kaufen, aber wir würden auch viel, viel mehr Puffer einplanen. Denn es ändert sich echt so schnell, dass irgendwelche Verbraucher dazukommen. Oder man holt sich einen neuen Verbraucher, der wiederum hat einen größeren Akku. Ja, und so schnell geht das Ganze. Und damit man da einfach ein bisschen flexibler ist oder vielleicht auch einfach länger irgendwo an einem Platz im Schatten mal stehen kann, also eine längere Zeit autark stehen kann, wäre es uns sehr, sehr wichtig, dass wir da einen größeren Puffer haben. Aber
wenn man jetzt nochmal auf den Preis zurückkommt, wenn man jetzt im Nachhinein auch mal diese etwas höhere Lebensdauer in Bezug zu den Kosten vergleicht, ich denke, dann wird dann noch ziemlich schnell die Entscheidung genommen, was man jetzt zum Schluss kaufen sollte. Und es gibt günstigere Lithium-Batterien und es gibt teurere Batterien. Wir haben uns jetzt halt für diese günstigere Lithium-Batterie entschieden, haben es bisher auf gar keinen Fall bereut. Wir werden sehen, wie das diesen Winter aussieht. Mal schauen, ob wir da eventuell an die Grenzen kommen. Aber bislang in Schweden, in den Dolomiten, ich glaube, wir haben es bisher noch nicht einmal unter 50% geschafft, obwohl wir die zusätzlichen Verbraucher haben. Also bisher sind wir sehr, sehr zufrieden und können euch das wirklich nur empfehlen. Auch zu dem Hersteller Emotion E. Wir haben uns da super aufgehoben gefühlt, denn wir hatten nochmal so ein paar Fragen zu der Größe und da waren nämlich keine Batteriepole dabei und da konnten wir jederzeit mit ihnen in Kontakt treten und hatten super schnell eine Antwort bekommen. Also das ist eine ganz klare Empfehlung. Wie gesagt, falls ihr vor der Entscheidung steht, schaut unbedingt mal vorbei, können wir euch nur empfehlen. Also, schön, dass ihr das Video geguckt habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch ein paar Ratschläge für uns habt oder ihr Fragen an uns habt, gerne her damit. Das war wieder nur unsere persönliche Meinung. Wir sind da keine Profis und können uns da definitiv auch noch von anderen Leuten ein bisschen Wissen annehmen. Also, falls ihr irgendwas gehört habt, wo ihr denkt, hey, das passt aber nicht wirklich zusammen, lasst es uns wissen. Und ja, habt einen schönen Tag und liebe Grüße von uns.